Ja, unsere Skate-Tour fängt eigentlich genau ab jetzt an. Wir haben eine richtig coole Cam dabei mit Fischei, das ist richtig cool. Hi, und wir machen jetzt eine kleine Tour durch Dresden. Ja, und wir haben hier Stricksocken Swag am Start. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die City und dann cruisen wir. Timo, how you doing? Pretty good, thank you. Yes. Look at that, that's DC over there. We're gonna visit him. And that's the beautiful Dresden. And the beautiful Rhein. Oder so. Elbe, ne? Elbe. Elbe, nix Rhein, Elbe. Leute, ist das nicht schön? Wunderschön. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen ziehen lassen hier vom Emu mit dem Gürtel. Schau, ich zeige euch mal, wie das geht mit der Übergabe. Pannenrettungsdienst Emu am Start. Ab geht's. Und geil. Hashtag man. Der Emu will jetzt auch mal ein bisschen schneller fahren, aber ist irgendwie trotzdem langsamer. Und jetzt schiebt mich gerade der Phil. Ja, wir wechseln uns auf den Start mit dem TC. Hallo Emu. Das ist mein schönes Grace. Da oben gibt's das. Oh, geil. Ich dachte so richtig geile Schlösser an der Tür. Aber okay, ist auch geil. Jetzt genießen wir noch ein bisschen hier den Ausblick. War eine geile Skate-Tour, was sagt ihr, Boys? Hammer. Dresden forever. Dresden forever. Ja, wobei wir jetzt echt schon fast wieder in Köln sind, glaube ich. Ja, guck mal hier. Wir fahren jetzt weiter nach Dresden. Übermorgen. Genau. Wunderschön. Wir fahren jetzt wieder zurück und dann sehen wir uns gleich. Ja, grüezi Leute und herzlich willkommen aus Dresden. Und wir sind hier gerade in einem wunderschönen alten Café mit Blick auf die Frauenkirche. Der Kölner Dom. Ach so, das ist der Kölner Dom, ach so. Ja gut, hier hinten, wir sind nämlich gerade hier für ein Radiointerview. Warten auf uns, ihr Ladies. Und mit den Chicas da hinten. For the ladies. Werden wir jetzt gleich zusammen in Happy Dancen. Für ein Radio. Sander. Das hier ist der weltberühmte Fürstenzug. Ja. Weißer Porzellan. Ja, genau, aus Porzellan alles gemacht. Oder so. Boah, fuck. Fass auf die Presse gelassen. Pass auf. Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Grenze, zweiter. An der Ober. Die Damen sind da. Die Damen. An der Femper-Oper. Was sind denn die geilen? Femper-Oper ist übrigens das. Geil! Was? Stimmt das? Ich zoom gerade auf die Mails. Ach, und du laberst da irgendwas Kulturelles. Aber ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Leute, wir sind hier gerade im alten Schlachthof Backstage, chillen da weg und reden über alte Zeiten. Und da sind wir gerade auf eine wundervolle Geschichte gekommen, die ich euch unbedingt erzählen will. Die Herleitung war, weil Philipp ja hier Cortison nehmen muss wegen seiner Stimme. Genau, und der Host hat mal früher auch Cortison genommen. Und wenn man das über längere Zeit nimmt, dann kann das Gesicht da wegen aufdunsen, sag ich mal. Ne? Und da waren wir noch bei mir daheim, eins unserer ersten Videos noch, was wir gedreht haben. Wo sitzt bei mir auf dem Sofa im Kinderzimmer, Tisi und ich am Rechner, bereiten halt alles vor für den Dreh. Wo sagt ganz lange nichts. Da habe ich hat nämlich noch ganz normal ausgeschaut, schaut so nach unten. Da habe ich nämlich schon gespürt, irgendwas so kribbelt so leicht im Gesicht und so. Und ich sag halt so, ja Ose, wie schaut's jetzt aus? Sag halt auch mal, was können wir jetzt drehen? Der Ose schaut so mit komplett verquollenem Gesicht. Ich weiß nicht, ob wir trinken jetzt. Das war so ein Schock, stell dir das so vor, er sieht noch ganz normal aus und auf einmal... Ich glaube, da hatte ich sogar auch ein Auge, ja genau, auch noch so angeschwollen. Ich weiß nicht, Philipp, was du jetzt trinken? Tisi und ich haben natürlich voll den Lachkrampf bekommen. Ich hätte auch gelacht, weil es wahrscheinlich lustig aussah auf einmal. Das ist schon lustig. Das ist ja innerhalb von 15 Minuten oder so passiert. Ich weiß nicht, ob ich heute auftreten kann. Ja, direkt jetzt vom Soundcheck hier mal kurz beim Merch vorbeigeschlendert beim lieben André. André kam gerade zu mir und meinte, du TC, wirklich, die Tour ist geil, aber ich bin ein bisschen traurig. Hab ich gesagt, was ist denn los, André? Mich hat noch niemand nach einem guten Witz gefragt. Ich hab so viele Witze, ich würde die so gern erzählen. Also sprecht die drauf an, erzählt die besten Witze. Für einen André ist das, glaube ich, heute auch ein besonderer Moment. Der hat mir vorhin im Turbo schon eine Geschichte erzählt. Willst du es den Leuten mitteilen? Ich werde ganz melancholisch. Oh. Hier in dieser Halle im alten Schlachthof in Dresden habe ich 2004 das erste Mal in meinem Leben Merchandise verkauft für Gentleman.
Also ist das heute für mich so eine Art Jubiläum. Ja. Ich freue mich drauf. Ich finde es auch cool. Grüße an Gentleman, falls er das sehen sollte. Das heute bin ich dran. Das Wichtigste, Jungs, ja. Vor der Show. Seid ihr alle bereit? Ja. So. Dann alle auf ein Dreifaches. Trahu, trahu, trahu. Und dann mal so. Aus. Wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, würde direkt nach dem Auftritt, weil ich eine Jacke einhabe, aber so 2 Minuten nach dem Auftritt. Wir sind durch. Fünf. Ja, fertig mit der Welt. Wir gehen jetzt erstmal duschen. Dresden, ey, geil. Geiles Job, was hat's gemacht, ey. Habt ihr was verstanden? Sogar dem Didi, unserem fränkischen Busfahrer, hat's verstanden. Dem Didi, Alter. Wenn der Didi was geil findet, dann. Der gemeint. Dann ist das echter Lohn. Hinter der Schäger und so. Schäger. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Danke!